Ja, schönen guten Abend, meine lieben Zuschauer. Jetzt lese ich gerade hier im Internet, dass hier in Bad Oeynhausen dieser 20-jährige, ja, wie heißt der, Philippus T. ist tot, 2 Tage nachdem Unbekannte ihn ins Koma geprügelt haben, bestätigt die Polizei die schreckliche Nachricht. Also ich bin ja jetzt hier wirklich wieder schockiert, was in Deutschland passiert. Was muss noch alles passieren, damit hier endlich unsere Politik hier reagiert, dass solche Jugendlichen rausfliegen aus Deutschland? Es ist meine Meinung. Und es kann hier nicht so weitergehen, dass wir hier offene Grenzen haben und kriminelle Jugendliche hier solche Taten durchführen können. Es ist für mich unbegreiflich, aber hören wir gleich mal dazu auch Alice Weidel, die da auch was zu sagt. Aber erstmal mein Beileid an die Familien, an die Hinterbliebenen, die ja wieder hier völlig in Schockstarre sind. Nach einer Abi-Fete wird hier der Sohn hier totgeprügelt. Das muss man sich mal hier vor Augen führen. Das sehe ich hier gerade hier. Könnt ihr ja mal googeln. In allen Zeitungen. Das war, glaube ich, vor 2 Tagen. Ich habe jetzt den Artikel vom 24.06.2024 und heute haben wir ja den 25.06., also spätabends. Also weiß das wohl hier am Wochenende, am Samstag, Sonntag. Es ist unbegreiflich. Aber wie gesagt, das wird nicht die letzte Tat sein. Wir haben schon so viele Sachen hier erlebt, was in den letzten Jahren hier passiert ist. Angefangen von diesem Weihnachtsmarkt hier in Berlin, wo dieser Amri da in den Weihnachtsmarkt mit dem LKW reingefahren ist und da, glaube ich, mehrere Leute tödlich verletzt hat. Damit fing das alles hier an und wir haben noch hohe Kriminelle hier in Deutschland. Das müssen wir uns ganz klar hier anrechnen durch die offenen Grenzen, wenn man sagt, der Islam gehört zu Deutschland und wir greifen hier nicht massiv hier durch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das deutsche Jugendliche nicht auch hier brutal sind, aber das hatten wir vor 2015 nicht in dieser Menge, in dieser Häufigkeit mit den Gruppenvergewaltigungen, mit diesen Messerattacken und dass die Leute von 10 Mann totgeprügelt werden. Das muss man sich mal ganz klar hier vor Augen führen. Ich mache gleich hier, ja, ich weiß nicht, wie ich das hier, ich kann es hier nur vorlesen, ne, hier bei Bild-Zeitung, von Männergruppe schwerst verletzt, Prügelopfer 20 aus Kurpark ist tot. Ne, Philippus T. ist tot, 2 Tage nachdem Unbekannte ins Koma geprügelt und bestätigt die Polizei die schreckliche Nachricht. Zuvor hatte die Familie Philippos schrecklich Schicksals bereits nach den sozialen Netzwerken öffentlich gemacht. Der junge Mindener hat beim Abiball im Kaiserpalais gefeiert. Es war die Schulabschlussparty seiner kleinen Schwester, schreiben Angehörige über Facebook. Nach der Party traten und schlugen ihn unbekannte Angreifer zusammen. Die Mordkommission Palais, die Kripo Bielefeld fahndet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach Philippus Tod jetzt wegen vollendeter Totschlag. Aber die Sache ist ja, wie alt sind die? Werden die geschnappt? Und was passiert? Werden die wieder freigesprochen? Oder sind die so jung, dass die hier gar nicht nach deutschem Recht verurteilt werden, weil die das ja alles wissen? Die sind ja da auch nicht dumm und, ne? Gegen 1:30 Uhr war der Mindener zwischen Kaiserpalais und den Wasserspielen im Kurpark unterwegs gewesen. Der offizielle Ball des Ratsgymnasiums war gerade beendet. Die erfolgreichen Abi-Absolventen und viele Gäste verlegten die Feier in einen nahegelegenen Club. Ob das spätere Opfer ebenfalls noch mit dem Amidio Dance Club im Untergeschoss des Gio-Palais gehen wollte oder Heimweg durch den weitläufigen Park antrat, ist unklar. Kamen die Täter vom Stadtfest? Fakt ist, zeitgleich mit dem Abiball herrschte auch in der fußläufig gelegenen Innenstadt von Bad Oeynhausen Partystimmung. Mehrere 10.000 Besucher waren zum 50-jährigen Innenstadtfete geströmt. Vermutlich besuchten auch die späteren Schläger das Megafest und gingen von dort in den Kurpark. Da ist ja auch die Frage, wer da in Bad Oeynhausen wohnt. Wie ist da die Anzahl der Migranten? Ist das hoch? Ist das niedrig? Das könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. Schwerste Kopfverletzungen.
Einer der Schläger soll dann in 20 Jähren weiter taktiert haben. Polizeisprecher Lukas Recker, Zitat: Das Opfer erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen, die einem unumkehrbaren Ausfall des gesamten Hirnfunktions zur Folge hat. Also hat man ihr so voll gegen den Kopf getreten, dann nimmt man das ja in Kauf, ihn zu töten. Ja? Das muss man ganz klar so sehen. Aufgrund dieser erlag seine Verletzung eine Obduktion des Leichnam, soll weitere Fragen zum Angriff, Verletzung klären. Ein Schock für die Abiturienten und Schüler des Ratsgymnasiums in Minden. Sie haben eine GoFundMe-Kampagne gestartet, zusammen für Philippus Familie. Der Haupttäter aus der zehnköpfigen Gruppe südländischen wirkender junger Männer soll 1,76 Meter groß sein. Laut Zeugenaussagen soll er ein Oberlippenbart und ein Kinnbart tragen und mit einer neonorangen Adidas-Jacke bekleidet gewesen sein. Ja. Ich lasse mal jetzt hier eben die Pressekonferenz von Alice Weidel mal mitlaufen. Ich hoffe, der Ton ist gut, dass ihr das hören könnt. Herzlich willkommen zum heutigen Pressegespräch der AfD-Fraktion. Sie sehen es hier. Wir brauchen eine Migrationswende. Und das aufgrund der ausufernden Migrationsgewalt. Das grausame Schicksal des 20-jährigen Philippos geht uns und mir persönlich heute besonders nah. Der junge Mann besuchte am Wochenende im Kurpark von Bad Oeynhausen die Abiturfeier seiner Schwester und wurde auf dem Weg nach Hause von einer zehnköpfigen Gruppe, wie es ja immer so schön heißt, eine Gruppe, wurde er verprügelt und mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei beschreibt den Hauptverdächtigen, der da auf ihn eingeschlagen und immer wieder eingetreten hat, als Südländer. Wir wissen, was das heißt, Südländer. Zehnköpfige Gruppe. Philippos liegt im künstlichen Koma und heute wurde der Hirntod festgestellt. Während dieses junge Leben zu Ende geht, bevor es richtig begonnen hat, erfahren wir von einem weiteren brutalen Quälvideo einer Migrantengang gegen einen jugendlichen Schüler in Baden-Württemberg, der von Lehrern und Behörden mit seinem Leiden alleingelassen wird. Es war ein verstörendes Video. Hören wir wieder einmal von einer Massenmesserstecherei zwischen zwei Personengruppen. Ich kann das schon nicht mehr hören. Im Frankfurter Bahnhofsviertel. Während dieses junge Leben zu Ende geht, bevor es richtig begonnen hat, hören wir, dass eine junge Frau in Arrest genommen wurde, weil sie die Hamburger Gruppenvergewaltiger einer 15-Jährigen beleidigt haben soll, während 9 der 10 Gruppenvergewaltiger mit Bewährung frei herumspazieren. All das ist hier in dem besten Deutschland aller Zeiten möglich. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Horrormeldungen über mörderische Messertaten, Gruppenvergewaltigung und Islamattentate. Migrantengewalt gegen Deutsche ist zu einer grauenhaften neuen Normalität geworden. Und diese Normalität können und dürfen wir nicht akzeptieren. Und ich kann Ihnen hier und heute sagen, sobald die AfD in der Regierung sitzt, werden diese Menschen, die diese Gewalttaten auf deutschem Boden verüben, erst gar nicht in unser Land gelassen werden und schon längstens abgeschoben worden sein. Denn Recht und Gesetz müssen schnellstens wiederhergestellt werden. Und das fängt mit einer vernünftigen, effektiven Grenzsicherung an den deutschen Landesgrenzen an. Und es endet mit einer konsequenten Abschiebung und Ausführung nicht bleibeberechtigter und von Straftätern
hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und das endet auch da, wo wir diese unverantwortlichen neuen Staatsbürgergesetze zur Einbürgerung von Ausländern kassiert haben. Wo kommen wir denn dahin mit diesen Turbo-Einbürgerungen nach 3 Jahren? Letztes Jahr wurden 200.000 Leute eingebürgert, vornehmlich Syrer. Ich meine, wir haben das ja alles geahnt, als Frau Merkel 2015 gesagt hat, seid doch alle herzlich willkommen. Die deutschen Außengrenzen sind unmöglich zu sichern, obwohl es zur EM ja geht offensichtlich. Und auch unberechtigte Übertritte registriert werden und Illegale zurückgewiesen werden. Seitdem wissen wir seit Merkel, dass das alles eingerissen ist und dass genau diese Menschen, die ja angeblich nur auf Zeit hier sein sollen, doch letztendlich über ein Turbo-Einbürgerungsgesetz eingebürgert werden. Und das, um es ganz deutlich zu sagen, ist ein Anschlag auf unsere Demokratie. Denn der Regierung ist es nicht erlaubt, das Staatsvolk so abzuändern, ohne es vorher befragt und ein entsprechendes Mandat zu haben. Das ist im Übrigen Verfassungslage. Und da rein spielt auch dieses neuerliche Gesetz eine absurden Quotenregelung für Migranten in unseren Behörden. Auch das muss man Nancy Faeser auch noch erklären, dass das verfassungswidrig ist. Eine Migrantenquote ist verfassungswidrig. Warum? Weil eine Quote grundsätzlich andere, die nicht unter diese Quote fallen, diskriminiert. Und auf alle, vor allen Dingen auf alle Jobs und vor allen Dingen öffentliche Ämter muss doch gelten, dass nur das Leistungsprinzip gilt und die Eignung. Und nicht irgendwie Merkmale wie Hautfarbe oder Migrationshintergrund oder noch irgendwas. Das ist aus meiner Sicht purer Rassismus. Und ein Blick in das Grundgesetz reicht. In Artikel 3 Absatz 3 heißt es, ich verlese das hier, weil es ja immer auch von der Ampelregierung, die unser Land hier gegen die Wand fährt und zugrunde wirtschaftet: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Artikel 3 des Grundgesetzes. Es geht weiter. Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes legt fest, ich zitiere: Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte. Und jetzt obliegt Ihnen die Bewertung, ob hier überhaupt noch im Sinne der deutschen Verfassung gehandelt wird von Seiten der Regierung oder dagegen. Ich bedanke mich. Dem brauche ich nichts mehr hinzuzufügen, weil für mich ist ganz klar, die AfD ist für mich die einzige Partei, die hier das Problem anspricht, weil die Ampelpartei und die CDU hier auch nicht klar sich positioniert mit Grenzen zu, Kriminelle sofort abschieben und Leute ohne Papiere dürfen hier nicht mehr einwandern und auch hier nicht diese Schnelleinbürgerung, dass die nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen, ohne Leistung, ohne hier gearbeitet zu haben, das geht irgendwo wirklich zu weit. Hier werden wir ganz klar ausgetauscht, ausgewechselt und da geht der Trend auch hin und wir wollen das wohl nicht wahrhaben. Aber wie gesagt, Bad Oeynhausen ist wieder eine Tat von vielen und das ist hier nicht, das ist hier der Anfang. Das wird noch viel, viel schlimmer werden. Das ist meine Meinung, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Und ich kann da nur noch sagen, wählt die AfD, dass die AfD zu über 55% bekommt, weil sonst wüsste ich nicht, wie das hier gerettet werden soll. Meine Meinung. Aber wie gesagt, schreibt rein und teilt das Video, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Video. Ne?